Tangata. Verb. In der Sprache der Nyanja bedeutet es helfen oder unterstützen. Tangata, Nomen, ein System der Zwangsarbeit im Anbau von Tabak und anderen Nutzpflanzen, das während der britischen Kolonialzeit in Malawi eingeführt wurde. Kinderarbeit kommt auf den meisten Tabakplantagen vor. Denn wenn die Pächter angeworben werden, wird ihnen gesagt, dass jeder, der auf der Plantage lebt, auch arbeiten muss. Und nicht nur essen. Das heißt, sobald ein Pächter zu essen hat, geht er sicher, dass die Kinder für das Essen arbeiten. Einige der Gutsherren sind sehr streng. Sie wollen nicht, dass diese Kinder zur Schule gehen. Deshalb sagen sie, du bist nicht hier, um zur Schule zu gehen. Du bist hier, um zu arbeiten. Es ist sehr gefährlich, weil auf den Plantagen mit Chemikalien gearbeitet wird. Die Kinder sind schutzlos. Es ist sehr schädlich für sie, unter diesen Umständen zu arbeiten. Ja, es gibt Kinder auf den Plantagen. Sie arbeiten auch, gemeinsam mit ihren Eltern, aber erst nach der Schule. Und diese Arbeiten gelten als Haushaltsarbeiten. Sie gelten als Ausbildung für ihre Zukunft. Man muss klar unterscheiden, wo in unserer Kultur Kinderarbeit anfängt und wo die kulturellen Bedürfnisse eines Kindes beginnen.